Willkommen zurück zu einem weiteren Smash-Tutorial. Heute mit Samus. Ja, in diesem Smash-Tutorial werde ich euch alles über Samus erzählen. Was ihr Grundmoves betrifft und auch die Kombos. Und am Ende gehen wir natürlich nochmal auf die Matchups und auf die Stages ein. Also legen wir los, gehen wir nach Pyrosphere und starten. Ja, Samus, Projektilschaden natürlich. Finde ich leichter zu spielen als Link zum Beispiel. Und ist auch im gleichen Tierbereich angesiedelt, nämlich so im Low-Mid-Tier. Samus kann sich jedoch relativ schnell bewegen im Vergleich zu Link. Ist schon ein bisschen schneller als Link. Und ich finde, Samus hat verdammt gute Aerials. Aber dazu kommen wir später noch zu sprechen. Im Unterschied zu Link ist auch bei Samus erwähnenswert, dass sie eben halt ein aufladbares Projektil hat. Nämlich den Charge Beam. Link hat sowas nicht, auch nicht. Er kann zwar den Bogen aufladen, aber erstens macht der Bogen nicht so viel Schaden. Zweitens kann das Aufladen beim Bogen nicht gespeichert werden, beim Charge Beam jedoch schon. Aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Fangen wir wie immer an mit der Dash Attack. Dash Attack von Samus, richtig insane. Kann man mit der Dash Attack von Captain Falcon ein bisschen vergleichen. Ist sehr ähnlich. Nur, dass die manchmal nicht richtig trifft von Samus. Man muss sie richtig spacen. Aber letzten Endes richtig gut. Guck mal, es geht fast über die halbe Stage. Ungefähr ein Viertel der Stage. Boah, ein Drittel sogar. Und die Kombos halt, ne? In eine Fair oder eine Up-Air oder eine Reverse-Back-Air. Das ist so gut. Also Dash-Attack ist echt insane. Sollte man nicht unterschätzen. Wirklich ein Move, den man auch im Mewtwo benutzen sollte. Ist ein guter Starter für Kombos. Sehr safe eigentlich. Und da aufpasst, wenn es geschiedelt wird. Nicht unbedingt so leicht zu punishen. Aber wenn man halt immer Dash Attack macht, dann werden die Gegner die ganze Zeit schieben. Und dann könnt ihr halt grabben. So könnt ihr den Gegner konditionieren, eben halt die Grabs zu bekommen. Also es ist schwierig, da Samus eine sehr hart, überhaupt Grabs zu bekommen, wie ich finde. Ach ja, das ist die Rolle von Samus. Viele Spieler sagen, das ist die schlechteste Rolle im Spiel. Ja, ich finde die Yoshi-Rolle genauso schlecht. Wenn nicht sogar noch schlechter. Bei dieser Rolle ist halt das Problem, die ist fucking slow. Es dauert ewig, bis man wieder was machen kann. Geht jedoch weiter als die Yoshi-Rolle. Ah, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall eine der schlechtesten Rollen im Spiel. Die schlechteste oder die zweitschlechteste, meiner Meinung nach. Sollte man nicht benutzen im Neutral, es sei denn, es bietet sich gerade an zu rollen. Wenn man irgendwas damit erreichen möchte, in einmal pro Game oder zweimal pro Game, dann kann man das machen, aber ansonsten sollte man diese Rolle nicht benutzen. Spot Dodge, ja, ganz okay. Air Dodge könnte ein bisschen besser sein. Ist natürlich kein Ness oder Mewtwo Air Dodge, ne? Aber ja. Okay, dann kommen wir nun zu Seer. Da sie eine Seer hat, kann man das auch erwähnen. Die Seer ist meiner Meinung nach die beste Seer im Spiel. Range ist richtig heftig, kommt schnell raus und hat halt Elektroschaden. Elektroschaden bedeutet mehr Shield-Stun, generell Mate-Stun. Ah, das ist so gut, Mann. Das ist so gut. Man kann eben halt den Charge Beam. Das ist die New to be. Teilweise, wenn der Gegner davon getroffen wurde, da reinkommen und weil der Schockschaden so viel Hits dann hat. Das ist so insane. Wirklich. Das ist extrem gut, die Seer. Und wenn die Gegner in Luft sind, Short Hops machen, Empty Hops machen oder irgendwie mit Aerials approach wollen, kann man die davon aufhalten. Hits dann ist dann teilweise so groß, wenn sie in Luft sind, dann kann man das so machen und dann Charge spielen. So unfassbar gut, Mann. Wirklich. Ja, wirklich, wenn man Jumps erwartet, dann kann man die sehr einfach raushauen. Ist halt ein Long Range Aerial, wenn ihr so wollt. Und ansonsten könnt ihr es halt so als Landing benutzen. Landing sehr. Es hat auch keinen Ending Lag, wie ihr seht. Könnt sofort wieder was machen. So eine krasse sehr. Ich hoffe, die wird in Smash Ultimate immer noch so insane.
Weil es ist halt die beste Serie im gesamten Spiel, ne? Deswegen, da könnt ihr richtig schön was mitmachen. Zum Space benutzen. Und dann eben halt im Schadspiel teilweise vom Mund. Ja, so viel zur Serie. Natürlich könnt ihr die auch als Recovery benutzen. Wenn ihr hier aber Aerials macht, dann könnt ihr nicht sofort die Serie machen. Müsst ihr erst Air dodgen und dann Serie machen. Wenn ihr hier Back Air macht, müsst ihr das so machen. Air dodge und dann Serie, dann macht Samus das sofort. Und die Range ist halt ridiculous. Ihr seht, wie weit das geht, ne? Und dann kann man hier noch ein bisschen hängen bleiben. Zack, sich dann ranziehen und fertig. Richtig cool. Also wirklich, die Serie ist nicht zu verachten mit Samus. Ihr müsst sie nutzen. Gut, kommen wir jetzt aber zu den Tilts. Die Tilts mit Samus. Da haben wir einmal... Nee, den Jab haben wir vergessen. Machen wir erstmal den Jab. Der Jab von Samus ist eine pure Enttäuschung. Denn der zweite Jab ist nicht mal ein True Follow-Up. Jab, zack. Ich drücke zweimal A und es dauert so lange, bis der zweite Jab kommt. Benutzt einfach den zweiten Jab nicht. Er ist unsafe, er ist schlecht, er kann nicht killen, er kann gar nichts. Der zweite Jab von Samus hat überhaupt keinen Sinn. Aber der erste Jab ist in Ordnung, wie ich finde. Denn mit dem ersten Jab kann man ein paar Mix-Ups machen. Jab 1, Down-Tilt, Mix-Up. Jab 1, dann wenn man ein Schild trifft, kann man Up-Tilt machen, weil der Up-Tilt hat schon ein bisschen Startup-Lag. Sprich, der Gegner will jetzt vielleicht punishen, droppt sein Shield und dann kommt eben halt der Up-Tilt. Das ist so gut, Mann. Das ist so gut. Weil der Up-Tilt vor allem auch killen kann, ne? Oder on-stage spiken kann. Das ist schon nicht schlecht. Was ihr auch machen könnt, ist Jab F-Tilt. Das war schnellste. Das ist eigentlich der richtige zweite Jab. Ihr seht, ne? Der F-Tilt hat eine gute Range. Und ihr könnt halt... ja. Schnell wieder canceln, weil ihr habt kaum Leckner an F-Tilt. Deswegen, benutzt einfach den zweiten Jab nicht. Macht dann lieber F-Tilt, wenn ihr einfach safe sein wollt. Seht ihr? Was man auch machen kann ist Jab und dann eben halt Retreat näher. Wenn man Schild trifft. Auch sehr safe. Was man auch machen kann ist Jab und dann Jab und Back Air. Wenn man Schild trifft. Das poke da manchmal durch oder der Gegner droppt das Schild. Das ist echt auch ein gutes Mix-Up. Samus kann man viermal aus dem Jab. Der Jab ist so mit gesehen gar nicht schlecht. Nur der zweite Jab ist halt grauenvoll. Einfach immer nur den ersten Mal. Den ersten jeglichen Shit canceln. Ihr könnt sogar Jab und dann Dash Attack machen, theoretisch. Jab into everything. Wirklich. Guter Move. Könnt auch Jab in Grab machen. Als Mix-Up. Je nachdem, ne? Müsst ihr halt gucken, wie das Schildverhalten des Gegners ist. Wenn ihr trefft, dann würde ich meistens für Down-Tilt gehen. Wenn der Gegner es nicht schief, würde ich immer Down-Tilt mal ohne Witz. Ist am besten. Ich könnte natürlich auch F-Tilt mal, um den Gegner auf Stage zu bringen und dann für einen Down-Air oder so zu gehen. Das geht natürlich auch. Gut, jetzt aber wirklich zu den Tilts. Ihr habt es schon gesehen, Down-Tilt, richtig cool. Explodiert halt ein bisschen vor Samus dann. Aber man hat schon ein bisschen Lag. Ist nicht safe, der Move, um Gottes Willen ist der nicht safe. Aber bietet nette Follow-Ups. Wie ihr seht. Jab, der Down-Tilt. Combo nicht true in der Up-Air. Man kann Follow-Up mit der Up-Air machen. Am besten ist eben halt, man geht wirklich für die Fair. Down-Tilt Fair. Das ist wirklich ein gutes Follow-Up. Aber mehr kann man damit nicht machen. Also es ist einfach nur, wenn man den ersten Jab trifft, dann kann man halt Down-Tilt machen und dann dafür gehen. Oder man versucht ein Landing damit zu catchen und dann eben halt ein Aerial zu machen. Das geht natürlich auch. Down-Tilt, ein Move, den man weise einsetzen sollte. Wie gesagt, er ist nicht safe. Seid damit bitte vorsichtig. Kommen wir nun zum F-Tilt. Wie gesagt, der F-Tilt, unfassbar geil, der Move. Kann sogar killen. Bei ganz hohen Prozent, wenn Samus den Kill nicht kriegt, dann versuche ich immer mit dem F-Tilt was zu machen. Richtig schön. Bei 130. By the way, der Down-Tilt, der kann nicht killen. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Aber guck mal, der F-Tilt. Der killt jetzt auch noch nicht, weil wir keinen Rage haben. Aber
Aber wenn man Rage hat, ihr glaubt gar nicht, wie geil es mit Rage zählt. Dann killt er wirklich. Man kann unfassbar gut killen mit Rage. Ohne Rage halt gar nicht, ne? Aber mit Rage schon. Glaubt mir. Der F-Tilt ist auch engelbar. Ihr seht. Da oben geengelt ist noch ein bisschen stärker, ich finde. Also ab 150 wird er auf einmal zu einer Killmaschine. Seht ihr, auf einmal wird das Knockback so heftig. Und das ohne Rage, ne? Das war jetzt leider der F-Smash. Da oben geengelt ist dann auch noch ein bisschen stärker. Und er ist stärker, wenn man... Ne? Wenn man nicht direkt davor steht. Wenn man so trifft. Dann killt er. Problem ist, wenn man Jab-F-Tilt macht, dann kriegt man manchmal nicht diesen Hit raus. Kommt auf Prozent an, ne? Der Gegner rein die Eids, dann trifft man eigentlich den Tipper. Und wenn der Gegner Shield droppt, ja, dann trifft auch der F-Tilt manchmal und das killt halt. Das hat quasi einen Tipper, wenn ihr so wollt. Seht ihr? Bei 90 schon. Und das Schöne ist, bei ungefähr 80 müsste der Jab eigentlich in den Tipp kommen. Wenn man trifft. Seht ihr? Richtig geil. Ist gut, um den Gegner offstage, weit offstage rauszukloppen. Und dann kann man eben halt den Gegner gimpen. Letschgarn. Voll geil. Dafür ist so der F-Tilt. Kill-Option mit Tipper. Kann man sogar mit spacen, weil die Range echt gut ist. Ist gut, um den Gegner offstage zu drängen. Und ja, ist halt der schnellste Tilt von Samus. Und wenigstens Lag. Kommen wir nun zur Up-Tilt. Der Up-Tilt, den benutze ich halt immer auch gerne nach dem Jab, wenn man ein Schild trifft, als Mix-Up. Ist aber auch gut zum Spacen, weil... Weil er oben über Samus' Kopf anfängt, spiken kann, was für weitere Follow-Ups sorgen kann. Und, naja, wenn man nicht den Spike trifft, kann es halt super früh auch killen. Definitiv auch ein sehr guter Move. Seht ihr, wie viel Knockback das schaut? Einfach so trifft, und das bei 60, Leute. Da schickt der Gegner halt auch schon ziemlich weit weg, ne? Also der Spike wird immer klappen, wenn der Gegner grounded ist, wenn der Gegner sich allerdings in Luft befindet, dann wird er halt weggeschickt. Das kann man machen, Falling Up Air in Up-Tilt. Und connectet das eigentlich immer ziemlich oft. Aber ja, ansonsten nur zum Spacen nehmen. So als Mix-Up auch nach dem Jab. Das ist schon wirklich nicht zu verachten, weil echt sehr rewarding ist dieser Move, wenn er trifft. Aber ja, sollte man nicht overusen. So einmal mal irgendwas erwartet vom Gegner, weil der Move besiegt auch sehr viele Moves von den Gegner. Weil er eben halt 13% macht und schon somit ziemlich viele Moves outprioritizen kann. Ich sag nicht, dass es wie Palutena's Dash Attack oder Back Air ist. Kann ich jeden Move damit besiegen. Also, man kann sehr viele Moves, vor allem auch Aerials damit, catchen. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja, kommen wir nun zu den Aerials. Die Aerials von Samus. Wie ich schon anfangs sagte, die Aerials von Samus finde ich ziemlich geil. Ja, einmal die Up Air. Combo-Move. Kann aber auch killen, ganz oben. Problem ist bei Up Air, manchmal fallen die Gegner daraus, seht ihr? Das ist schon richtig, Mann. Aber ja, Up Air in Up Air funktioniert. Gegner damit in Luft halten. Und ja, bei 140 killt es dann auch. Kommt halt auf den Charakter, ne? Captain Falcon so. Ja, aber bei 130 ist der ungefähr, wenn er um in Luft ist, schon tot. Allerdings nicht. Aber jetzt. Jetzt müsst ihr sterben. Genau.
Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt als Skill-Option nutzen, weil der Main-Purpose ist eben halt Combo. Up-Air and Fair kann man machen. Kann auch Up-Air und dann, je nachdem, wo der Gegner hin, die halt in der Back-Air machen. Ja. Up-Air into Everything. Kann auch bei höheren Prozenten versuchen, das in der API zu kommen und ist nicht true. Aber wenn man irgendwas readet, ein Jump oder ein Air-Dodge, kann man es natürlich gut timen. Die API und das finisht den Gegner dann relativ früh. Vor allen Dingen mit Rage. Die API mit Rage ist so heftig. Das glaubt ihr gar nicht. Man kann teilweise mit Samus, wenn man irgendwie 150 Rage hat, dann Dash Attack API machen mit Rage und der Gegner stirbt bei 0. Lustigerweise, wenn man sofort API macht, stirbt der Gegner bei 0. Das ist so dumm. Aber es funktioniert. So der Samus-Shank. Aber bei Duckhand auf dem Baum kann man dann stehen und API machen. Ruckzuck tot. Ist halt so ein bisschen unhonest von Samus. Schon echt ein bisschen arschig. Was man halt sonst machen kann, ist Falling Up Air in Up-Tilt. Wie gesagt, das habe ich euch ja schon gezeigt. Kann natürlich auch Falling Up Air in F-Tilt machen. Je nachdem, Falling Up Air in Jab. Alles. Das Schöne ist, es ist halt ein Multi-Hit-Move und manche Gegner schielen das da nicht durch. Es ist ein Landing-Mix-Up, kann man sagen. Kann auch Falling Up Air in Grab machen und. Ihr versteht, denke ich, was ich meine. Definitiv kein schlechter Move, die Up Air von Samus. Kommen wir nun zur Fair. Fair ist auch ein Combo-Move, aber auch eben mal halt so ein bisschen zum Spacen. Wenn man irgendwie Aerial Approaches erwartet, kann man halt Fair machen, weil es Disjoint ist. Damit kann man einige Moves besiegen dann. Aber ansonsten halt zum Combo und Fair. Connect manchmal zweimal hintereinander die Fairs. Je nachdem, was der Gegner macht und wie der Prozentbereich ist. Aber auch hier, wie bei Up Air, die Gegner können da rausfallen, ne? Schon ein bisschen kacke. Was man mit der Fair auch gut machen kann, ist, wenn man hier ein Ledge hängt, Ledge Drop Fair, weil das erwarten manche Gegner nicht. Das ist ein sehr nettes Get-Up-Mix-Up. So ähnlich wie bei Ness mit der Fair. Man sagen muss, die schlechter als von Ness die Fair. Kann man auch zum Gimpen benutzen, die Fair. Wie man hier sieht, weil es halt lange bestimmten Bereich abcovert. Kann man durchaus machen. Und sonst halt nur zum Kombon. Und zum Gimpen. Weil killen tut die Fair eigentlich selten. In seltensten Fällen nur. Höchstens halt offstage. Aber onstage killt die eigentlich nie. Gut, soviel zu dieser Fair. Haben wir das auch mal geklärt. Kommen wir nun zur Back-Air. Die Back-Air von Samus ist richtig geil. Die killt so früh. Wenn man Frame 1 trifft, das ist so ähnlich wie bei Captain Falcon das Knie, muss halt Frame 1 treffen. Seht ihr, das war jetzt nicht Frame 1, hat direkt weniger Knockback gehabt. Wenn man direkt Frame 1 trifft, ist so stark, Mann. Das war auch nicht Frame 1. Seht ihr, es gibt verschiedene. Und ja, wieder perfekt getroffen. Bei 80 oder so schon tot. War zwar offstage, aber trotzdem. Ist ein Kill-Move. Einer der besten Kill-Moves von Samus. Und teilweise, wie gesagt, auch ein Combo-Finisher. Ja, ihr könnt halt Dash Attack Back Air machen. Dash Attack Air Dodge Read Back Air wäre das meistens. Die Gegner Air Dodgen ist es gut. Weil es halt nicht true ist. Kein True Combo. Oder Jump Read und dann Back Air. Je nachdem, ne? Ist halt mega rewarding, wenn es trifft. Kann es auch immer schön spacen auf Schild. Wenn man halt Frame 1 trifft, ist relativ safe. Weil es eben halt so ein starker Move ist. Und ja, Offstage kann man natürlich auch eine Back Air den Gegner verpassen. Und dann relativ frühe Kills holen, ne? Wenn man richtig trifft. Ja, das ist eigentlich alles, was man zu Back Air sagen kann. Manchmal kommt die Back Air in eine Back Air. Weak Hit Back Air kommt manchmal in die starke Back Air in Luft halt. So, mal gucken. Da hätten wir es halt, wenn er gesprungen wäre, wäre er da reingekommen in die zweite Back Air. So, halt immer gucken. Ne? Man muss gucken, was die Gegner halt machen. Was sie für Habits haben. Aber ja, es kann auch funktionieren. Back Air in Back Air. Kommen wir nun zur Down Air. Down Air ist halt ein ziemlich geiler Spike. Relativ schnell. Ist ein guter Spike. Covert halt komplette Bereich unter Samus ab. Ich finde Spike wirklich nicht schlecht. Kann aber auch nicht funktionieren, ne? Nur der Startup spiked halt.
Aber ansonsten lingert das noch relativ lange. Ist aber dann ein sehr schwacher Hit, wenn man nicht den Spike trifft. Aber wenn man die Seiten-Hitbox trifft, seht ihr? Mit der Seiten-Hitbox kann man meines Wissens nach auch nichts machen, keine Kombos. Aber ja. Seht ihr? Schickt den Gegner ein bisschen offstage, aber komm. Ist jetzt nicht so doll. Ja, was ich euch schon gezeigt habe, ne? F-Tilt, Gegner ist offstage und dann halt gucken, was macht er. Air-Dodge da. Air-Dodge-Read, Down-Air, springt da. Jump-Read, Down-Air. Kann man halt alles mal mit Samus, weil der Spike ist schon ziemlich stark. Aber onstage würde ich es eigentlich nicht benutzen. Höchstens als Cross-Up. Wenn der Gegner shield, könnt ihr das mal machen, weil wenn es trifft, kriegt er halt Follow-Ups mit Dash-Tag. Oder teilweise sogar mit Up-Smash. Seht ihr? Oder natürlich auch ein Abi. Oh man. Short-Top. Und dann Abi. Auto-Cancelt halt im Short-Top, wie ihr seht. Richtig geil. Die Fair Auto-Cancelt nur im Full-Hop, by the way. Back-Air. Darf man nicht fast-Fallen. Auto-Cancelt aber auch im Short-Top. Darf man nur nicht fast-Fallen, seht ihr? Die fast-Fall. Aber so Auto-Cancelt die ebenfalls. Ja, und bei Up-Air, die hat sowieso relativ gar keinen Lag. Ja, die hat gar keinen Lag, selbst wenn man sie fast-Fallt. Scheißegal, was man macht, die hat nie Lag. Das ist halt das Schöne bei der Abwehr. Deswegen kann man ja eben halt sowas ruhig machen. Die ist quasi unpunishbar. Ja, gut. So viel zur Down-Air. Mehr kann man damit eigentlich nicht machen. Ihr könnt natürlich auch Cross-Up-Back-Air machen. Als Mix-Up. Ist auch immer gut. Weil es eben halt so stark ist. Ist ja auch immer gerne mal als Jab und dann Jump und dann Cross-Up-Back-Air. Müsst ihr jetzt gucken, ne, was der Gegner macht. Ja, kommen wir nun zu der Neutral Air. Neutral Air ist auch sehr geil. Der Startup kann killen, schickt den Gegner eklig weg. Ekliger Winkel, kann gut gimpen. Ist der schnellste Aerial von Samus. Sprich, wenn man Kommod wird, kann versuchen zu SDI und dann Nair zu machen. Manchmal trifft's dann. Da habe ich schon manchmal Kombos mit gebreakt. Und es ist halt auch super zum Gimpen, wie ihr seht. Näher into näher. Kann super machen. Bedenke. Nur der Startup hat so viel Knockback. Und der Backhit ist ziemlich schwach. Der Backhit ist nicht so gut, wie ihr seht. Was? Sie kickt halt erst vorne und dann hinten. Und ja, der hintere Hit ist wirklich nicht gut. Damit kann man eigentlich nichts machen. Also der hat keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ja, gut, das waren die Aerials. Ihr könnt natürlich auch so im Neutral mal näher Landings machen. Ist auch sehr safe. Warum nicht, ne? Aber ich mache eigentlich immer lieber Back-Air. Näher ist eher gut, wenn der Gegner vor euch ist. So als schnelle Option. Oder aus dem Schild kann man es manchmal machen. Wobei, aus dem Schild mache ich immer lieber den hier. Radioactive, wie ich es gerne nenne. Die Screw-Attack ist das nämlich. Wenn Samus im Schild erwischt wird, egal ob der Gegner hinter euch steht oder nicht, ihr könnt einfach Abi machen. Nur skillt mit Rage sehr, sehr früh. Und generell ist es halt eine sehr schnelle Option. Das kann man mit Abi machen, ansonsten ist es eigentlich nur Recovery. Manchmal, wie gesagt, nach der Up erst zu verwenden. Weil es halt früh killen kann. Aber ja. Und wie gesagt, mit 150 Rage kann man diesen Samus-Shank machen. Last Dash Attack in Abi. Und Gegner teilweise bei 0 killen. Aber ansonsten kann man mit der Abi nichts machen. Multi-Hit-Move natürlich. Macht 12% Schaden. Elektro-Schaden wieder mal. Sprich, mehr Hits dann. Ganz nett. Ganz nett. Und ja, ihr könnt natürlich auch nach Dash Attack irgendwie näher machen, um den Gegner halt offstage zu bringen, weil wie gesagt, der Winkel ist ziemlich widerlich von der Nähe. Aber ja, das war jetzt die Up-B. Kommen wir nun zur Down-B. Die Down-B sind die Minen von Samus. Es können immer nur zwei Minen gleichzeitig auf dem Feld sein. Diese Minen machen schon viel Schaden, muss ich sagen. 9%, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Na, je nach Treffer. Ah, okay. Je nachdem, wie
wie die trifft. Man kann eine Mine so machen und dann eben halt sich damit ein bisschen covern. Weil damit umgeht man teilweise Grabs. Und dann kann man teilweise auch mit gegnerischen Sprungangriffen rechnen. Die wollen meistens darüber springen, kann man das mit der Fair covern. Oder die rollen hinter euch, da kann man halt Dash Attack oder sonst was machen. Oder F-Smash. F-Tilt, je nachdem. Kann die Gegner damit konditionieren. Finde ich in der Regel aber nicht ganz so geil. Was man auf jeden Fall machen kann, ist hier eine Mine setzen. Und wenn der Gegner shieldet, ist das Schild so angeknackst, dass man mit Charge spielen, dann das Shield breaken kann. Und wenn man ein Shield breakt hat, ja, dann könnt ihr den optimalen Shield Break Punish an den Ledge machen. Das heißt, wenn er hier Shield breakt, schiebt er den Gegner einfach an den Ledge. Dann legt er hier eine Mine hin. Und dann muss das perfekt laufen, nicht so wie bei mir. Aber man kann dann eben halt Mine in der Down-Air machen. Und es gibt dann halt einen Early Kill. Seht ihr? Muss man halt ein bisschen können. Ich kann es eigentlich, deswegen wundere ich mich, warum das bei erstmal nicht geklappt hat. Aber ja, Mine und dann Down-Air machen. Zack, ist der Gegner weg. Weil das Spike eben halt so gut ist. Mine, zack. Muss man halt das Timing wissen, wann die explodiert. Explodiert ungefähr nach 2 Sekunden, Leute. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, kommen wir nun... Nee, Quatsch. Was man auch noch machen kann, ist, man kann das Momentum in Luft halten mit Samus, wenn man die Mine macht. Des Weiteren, wenn man auf der eigenen Mine quasi bounce, dann kommt man wieder ein bisschen in Luft. Ist richtig geil. Kann man mal machen, ne? Da hält das Momentum halt damit ein bisschen in Luft. Sau nice. Kannst auch als Recovery Mix abnehmen. Seht ihr? Ist halt schon ganz geil. Damit könnt ihr eure Landings, Recovery ein bisschen mixen. Das macht es ein bisschen unpredictable, wo ihr letzten Endes hinkommt. Somit hat der Gegner eine schwierige Zeit, euch da zu kriegen. Ja, muss. Der versucht einfach immer mit Dings euch zu recovern. Ja, B ist eigentlich immer eine schlechte Option. Macht es einfach immer mit sehr. Ist einfach viel besser. Die Range echt gut ist. Spielt schneller ist. Und manchmal passiert dann das. Und grabt sie Ledge nicht und ja, generell. Ja, B ist nicht so gut zum Recovern. Ja, jetzt kommen wir zum Charge Beam, New to B. Richtig geil. Kann man so abfeuern, natürlich, macht dann ganz wenig Prozente. Charge Beam lässt sich nicht in Luft aufladen. Richtig blöd. Ich hoffe, das wird in Ultimate geändert. Braucht ein bisschen, bis er voll ist. Voll aufgeladen. Charge Beam macht 25%. Richtig heftig. Interessanter Fakt ist, der Charge Beam kann nicht reversed werden. Wenn ich jetzt hier B-Reverse war, geht nicht. Kann nicht reversed werden. Richtig blöd. Schon ein mächtiges Projekt hier. Kann extrem früh killen. Ihr könnt natürlich so ein Pseudo-Reverse machen. Wenn ihr hier am Boden steht, einfach umdrehen und dann Charge-Spiel machen. Das ist halt nicht so gut wie ein richtiger B-Reverse, ne? Könnt ihr euch auch mit Hilfe der Side-B umdrehen, aber naja. Das kann man halt machen. Charge Beam ist euer Main-Kill-Move, muss man einfach mal sagen. Effektive Charge Beam-Nutzung ist nur dann gegeben, wenn ihr euch in den Gegner reinversetzen könnt. Ihr müsst wirklich wissen, wie ihr spielt. Ihr müsst gucken, was das Shield-Habit, wann droppt der Gegner Shield, wann springt der Gegner. Wenn man ganz genau weiß, was der Gegner in gewissen Situationen macht, kann man es immer readen mit Charge Beam. Und natürlich kann man es als Landing Punish benutzen, wenn der Gegner keinen Jump mehr hat. Kann man einfach das Landing abwarten und dann Charge Beam machen. Man kann es als Air Dodge Read benutzen natürlich. Man kann es als Roll Read benutzen. Ganz klar, man kann es Offstage benutzen, wenn der Gegner keinen Jump mehr hat. Und das Interessante ist, wenn man es Offstage benutzt, kann man ziemlich weit rausgehen, weil der voll aufgeladene Charge Beam ziemlich krassen Rückstoß hat. Fast voll aufgeladen, Charge Beam macht nur 17%. Je nachdem, ne? Aber bemerke, in Luft wird er immer sofort abgefeuert.
Wir können nicht in der Luft laden. Das ist ganz wichtig, weil bei anderen Charakteren geht das. Bei Mewtwo und Lucario und sonst was. Bei Samus komischerweise nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber es ist leider so. Schon ein bisschen schade, aber was willst du machen, ne? Muss man halt so machen. Was halt nett ist, ist das hier. Wenn der Gegner euch letschgarn will, ungefähr hier steht. Ich schieb Captain Falcon mal dahin. Damit ihr das besser verstehen könnt, was ich meine. Der ungefähr hier steht. Irgendwie Down Smash auflädt oder sonst was. Könnt ihr ja Ledge Drop Charge Beam machen und das ist so gut. Das ist wirklich unfassbar gut. Richtig tolles Mix-Up. Das trifft so oft, Leute. Ich spreche aus Erfahrung. Und könnt ihr euch auch mit Zer wieder ranhangeln. Wie ihr halt wollt. Ich würde es auch mit Zer machen, weil es schneller ist. Ja, das ist alles, was man zum Charge Beam sagen kann. Wie gesagt, jetzt Mix, aber es ist halt das hier und dann Charge Beam. Ihr müsst halt gucken, wie der Gegner sich verhält. Dann kriegt ihr auch die Charge Beams. Und es killt so früh. Da auch Captain Falcon an Lash, der ist schon mal 100 weg. 25%. Das ist halt auch richtig gut, um Prozente aufzubauen, ne? Das einfach richtig viel Schaden macht. Hat auch richtig viel Hits dann. Ja. Natürlich ist er weg. Extrem gut, der Move. Und richtig rewarding. Von daher nutzt den Schadspiel weise. Weil viele Noob-Samus-Spieler, die haben den aufgeladen und dann gucken sie und feuern ab. So dumm. Müsst ihr wirklich erst abfeuern, wenn ihr wisst. Ja, ich glaube, ich bin mir zu 80% sicher, dass er trifft. Erst wenn ich mir zu 80% sicher bin, oder zu 100% am besten noch, dann würde ich ihn wirklich abfeuern. Den Charge Beam. Von daher. Seht ihr? Wo ist das? High Recovery und schon tot. Kann natürlich auch sowas machen. Charge Beam hier unten abfeuern. Je nachdem, wo der Gegner ist, ne? Kann zum Gimpen benutzen. Kann alles mit dem machen. Ist so ein guter Move, wirklich. Aber nutzt den bitte weise. Kommen wir nun zum letzten Special Move. Einmal hier die Raketen. Wenn man leicht B nach rechts drückt, dann kommen die Zielsuchraketen. Wenn man quasi smasht, dann kommen die Missiles. Missiles machen 10%, können nicht killen, aber schicken den Gegner halt nach oben. Was ganz nice sein kann mit Charge Beam. Wenn der Gegner jetzt hier nach oben geschickt wird, kann man sowas zum Beispiel machen. Wenn er Air Dodge oder sowas anderes Dummes macht. Das sind immer nette Charge Beam Setups. Generell die Missiles, die machen, die Super Missiles, so heißen die, glaube ich, die machen auch mehr Shield Damage. Diese Missiles sind langsamer, machen weniger Shield Damage, machen weniger Damage. Wir können halt, die bleiben ein bisschen länger draußen. Wir können halt den Gegner ein bisschen nerven. Die sind halt teilweise im Weg, aber einen anderen Sinn haben die nicht. Vor allem, die sind auch teilweise richtig dumm. Wenn der Gegner offstage ist, dann fliegen die da im Boden teilweise rein. Ich bin da kein Fan von. Generell würde ich die benutzen, wenn ihr Charge Beam aufgeladen. Immer mit Samus Charge Beam aufladen, wenn ihr Zeit dazu habt. Ja, und wenn ihr ihn aufgeladen habt, dann könnt ihr mal ein Missile abfeuern. So Retreat Missile. Short Top und dann Missile. Das finde ich immer ganz nett. Sein trifft, könnt ihr gucken, was macht der Gegner. Und dann Charge Beam. Ne, je nachdem. Aber ja, Missiles. Eher schlecht. Ich bin kein Fan davon. Aber ja, das ist der einzige Nutzen. Bisschen Shield Damage zu malen, Gegner ein bisschen zu nerven, ein bisschen zu konditionieren, zum Jump zwingen. Manchmal springen die Gegner darüber und kann halt fair machen oder Back Air, je nachdem. Und eben halt bei hohen Prozenten. Super Missile, schickt den Gegner ziemlich weit in Luft. Und dann kann man einen Charge Beam Attempt machen. Ja, das war alles dazu. Perfekt Bild, ganz okay. Samus. Worauf kann man jetzt zu sprechen? Sind Smash-Angriffe. Das Schlechteste, was Samus hat. Der Down-Smash. Killt, glaube ich, nicht mal bei 160%. So unfassbar schlecht. Macht kaum Schaden, macht kaum Knockback. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass er relativ schnell ist. Und, naja, dass der Winkel, wenn er halt trifft, man sollte diesen Down Smash eigentlich nie nutzen, ganz
gut ist. Ne? Ist halt ziemlich weit unten, wo der Gegner hinkommt. Es killt einfach nicht, ne? Ich jetzt hier auf 200% gehe, es wird nicht killen, Leute. Es wird nicht killen. Der Down-Smash von Samus ist einfach nur schlecht. Er killt einfach nicht. Seht ihr das überhaupt nicht? Ich glaube nicht mal bei 300%. Das ist so bitter. Der Up-Smash ist auch nicht gut, Leute. Kommen wir nun zum Up-Smash. Wie gesagt, nutzt den Down-Smash einfach nicht. Ich bin kein Fan davon. Kann es natürlich als Roll-Lead nehmen, aber wenn ihr wirklich sicher seid, dass der Gegner rollt, macht einfach lieber F-Smash gut gespaced oder macht Dash Attack. Oder Back Air. Wenn ihr euch so sicher seid, dass der Gegner hinter euch rollt, macht doch einfach Back Air. F-Tilt. Ist einfach viel stärker. Von daher nutzt den Down Smash einfach nicht. Ja, Up-Smash gegen Captain Falcon, weil er so groß ist, geht's grounded. Aber gegen kleine Charaktere trifft es einfach nicht. Weil die Hitbox weit über Samus beginnt und es dann nicht trifft. Seht ihr? So dumm. Nur der letzte trifft manchmal. Und ja, es killt schon bei 120 oder so. Aber ganz ehrlich, ne, es ist kein guter Smash-Angriff. Kann man als Anti-Air nutzen. Man kann es halt so benutzen. Was mache ich denn hier? Kann es halt so benutzen. Das Fast-Fold. Hinten Up-Smash. Bei gewissen Prozenten, je nachdem. Aber ja. Auch kein guter Smash-Angriff. Halt nur Anti-Air eigentlich. Aber 120 Kills dann. Aber ja, es hat mega viel Lag. Weil es eben halt ein Multi-Hit-Move ist. Oh, das connected manchmal nicht richtig. Und benutzt den wirklich nur als Anti-Air. Und selbst da könnte er teilweise auch abzählen mal, ne? Oder was anderes. Gegner in Luft jagen mit näher. Ich weiß nicht. Up-Smash. Auch mit Bedacht zu benutzen. Kommen wir nun zu S-Smash. S-Smash hat zwei Hitboxen. Nämlich einmal diese Hitbox, die irgendwie richtig schwach ist. Und dann eben halt die Explosions-Hitbox, die relativ klein ist. Wenn die trifft, ist der F-Smash relativ stark. Aber schwierig zu treffen. Muss man schon genau spacen. Ja, aber der ist schon gut. Der beste Smash-Angriff ist natürlich Engelbar. Beste Smash-Angriff von Samus wirklich. Aber man muss halt präzise sein damit. Kann man als Punish nehmen, wenn der Gegner Lag hat. Kann es als Read nehmen. Aber ja, auch der F-Smash, ne, hat ziemlich viel Ending-Lag von Samus. Muss man auch mit aufpassen, wie ihr seht. Auch nicht so oft benutzen, nur wenn ihr euch sicher seid, dass er wirklich trifft. Somit kann man sagen, die Smash-Angriffe von Samus sind alle nicht so gut. Alle ziemlich scheiße sogar. Ich würde sogar sagen, Samus hat so ziemlich die schlechtesten Smash-Angriffe vom gesamten Spiel. Ja. Das waren die Specials. Ja, kommen wir nun zu den Grabs. Da haben wir einmal den Down-Throw. Ist halt der Main-Combo-Move. Down-Throw fair bei Low-Prozent. Gegen Fast-Throw nicht unbedingt true. Man kann natürlich auch gegen Fast-Faller Down-Throw fair. Weil er fast fall, dann kann man halt Down-Tilt mal und dann wieder für eine Fair gehen. Das geht natürlich. Kann aber auch Down-Throw und dann Up-Air, Up-Air und wie man, je nachdem wie der Gegner die Eid. Oder Up-Air, Up-Air und dann je nachdem wo der Gegner in die Eid, Back-Air oder Fair-Man. Halt die typischen Up-Air-Kombos. Down-Throw, Up-Air oder Down-Throw, Fair, das sind natürlich typische Sachen. Man kann natürlich auch so und sowas zu machen. Würde ich nicht bei Low-Prozenten machen, aber bei höheren Prozenten, bei so 40er-Bereiche. Um den Gegner eben halt offstage zu bringen. Aber auch. Das kann auch dann tatsächlich killen, ne? Was ich jetzt gezeigt habe. Ja. Hätte ich da, den Sweet Spot getroffen, Frame 1 von der Back Air, wäre er gestorben. Seht ihr? Das kann man natürlich auch machen. Down-Throw, Reverse, Aerial Rush, Back Air. Down-Throw into everything, so ziemlich. Bei Aerials. Von der mal an, nicht? Aber ja. Bei, Low-Prozent würde ich wirklich für fair gehen. Down-Throw fair. Halt wie bei Ness, ne? Down-Throw fair. Ich finde die fair auch sehr ähnlich wie die von Ness. Nur halt schlechter. Ja.
Ansonsten bei 80er Bereiche keine True Follow-Ups mehr möglich. Da hätte der Gegner springen können. Das ist dann halt nicht mehr true, ne? Ja gut, kommen wir nun zu den anderen Grabs. Die anderen Grabs und Samus sind grauenvoll. Haben wir einmal den Upthrow. Einfach nur schlecht. Killt nicht, bringt nichts. Einfach nur kacke. Keine Follow-Ups möglich. Absolut Bullshit, dieser Upthrow. Benutzt den nie. Fertig aus, Mickey Mouse. Mehr kann man dazu nicht sagen. Vor allen Dingen, der hat auch viel Ending-Lag, ne? Eieieiei. Der Upthrow ist wirklich unfassbar schlecht. Backthrow und Forward-Throw, auch nur für Stage-Control. Keine Kombos möglich. Richtig, richtig schlecht. Merkt ihr, ne? Nur um den Gegner offstage zu werfen. Das waren die Throws. Auch die Throws sind jetzt nicht so gut. Außer der Down-Throw, der ist schon ganz nice. Das Problem ist eben halt, dass Samus einen Tether-Grab hat. Das ist schon schwierig, den zu kriegen. Man muss mal wissen, wann der Gegner shieldet. Deswegen, Charge Beam ist auch ein übelstes Pressure-Tool. Weil der Gegner sieht, wenn ihr es aufgeladen habt. Dann leuchtet Samus nämlich. Und das zwingt den Gegner ins Shielden. Bedeutet, ihr kriegt mehr Grabs. Ja, Pyrrhic Grab ist natürlich gut. Normaler Grab ist gut, wenn man richtig einsetzt. Weil die Range ist halt schon nicht schlecht. Von daher, das war eigentlich alles, was ich euch zu Samus sagen kann. Das war das Wichtigste. Kommen wir nun zu den Kombos. Achso, der Pummel. Den Pummel habe ich vergessen. Der ist ziemlich geil. Macht zwar nur 1%, aber man kann richtig viel pummeln, weil er so fucking schnell ist. Kombos, wie gesagt, Dash Attack Up Air. Eine weitere Up Air kann man teilweise machen. Dash Attack in Fair kann man machen, je nach Prozentbereich. Eher so im 20er-Prozent-Bereich. Und dann natürlich für eine weitere Fair gehen. Oh geil, das ist Pyrosphere, da hängt man manchmal unten dran fest und dann kommt man nicht mehr hoch. Blöde Omega-Stage, aber naja. Darum soll es ja hier nicht gehen. Wie gesagt, man kann Smichts ab sehr in Charge Beam machen. Es gibt keine True Combos in den Charge Beam. Das ist halt nicht true, weil der Charge Beam schon ein bisschen braucht, bis er rauskommt. Was ich euch eben gezeigt habe, kann man machen. Weak Back Air, in the Back Air, in Kill halt. Ist auch nicht true. Aber ist verdammt gut, man, das Setup. Einzigen True Combos sind halt mit der Dash Tag und mit dem Down Throw. Dann wie gesagt, Jab in F-Tilt. Jab in Down-Tilt. Als Mix-Up Jab in Up-Tilt, wie schon gesagt. Dann an Ledge das hier. Die Down-B in der Down-Air. Ist true. Wie ihr sehen könnt. Ja, was auch funktioniert, ist wie gesagt der Shield Break. Das hier ist ein Shield Break Setup. Was gibt's sonst noch für Samus Kombos? Wie gesagt, Falling Up Air into Anything. Dash Attack Up B. Da war der Jank. Hätte ich jetzt extrem heftige Rage gehabt, wäre weg. Das will ich mit den Last Hit treffen, ne? Ja, das wär's eigentlich. Ich habe euch sonst alles gezeigt. Hier, der Spike geht natürlich in der Abwehr. Fair, je nachdem, wie man möchte. Man spiked, da haben die Gegner halt ziemlich viel Lag. Können erst nach einer gewissen Zeit wieder was machen, wenn die gespiked wurden. Und es nicht getaggt haben.
Von daher kann man da eigentlich so ziemlich alles mit dem machen. In der Luft. Das Ledge Guard Game ist wirklich nicht schlecht von Samus. Down Air spiked sehr gut. Man hat einen Move, der sehr lange draußen bleibt mit der Fair. Man hat die Nair, die einen ekligen Winkel wegschickt. Und die Back Air, die super früh killen kann. Und den Charge Beam, der einen richtig weit ausgehen lassen kann, weil man eben halt den Rückstoß hat und dann relativ schnell wieder die Ledge greifen kann. Richtig awesome. Ich finde das Combo-Game von Samus echt toll. Spiele sie auch sehr gerne. Ich freue mich richtig auf Dark Samus in Ultimate. Werde ich auf jeden Fall auschecken. Ja, aber das war's jetzt so zu den Kombos und zu den Moves. Kommen wir nun zu den Neutral Game von Samus. Wie gesagt, am Anfang des Games mache ich ganz gerne Perfect Pivot Charge Beam, um mich halt so weit wie möglich vom Gegner zu distanzieren. Das macht jede gute Samus eigentlich. Direkt erstmal Perfect Pivot Charge Beam, wenn man weiß, wie der Hase läuft. Das sieht dann so aus, richtig stylisch. Und man hat halt dann eben schon früh im Game den Charge Beam. Ansonsten mache ich viel Retreat sehr. Gucke, was der Gegner macht. Wenn der Gegner Short Hops oder Aerials macht, kann man halt mit der sehr gut besiegen. Das hat auch einen Multi-Hit-Move, die sehr. Und ja, ansonsten, wenn ich mich distanziert habe, hau ich ein paar Raketen raus. Gucke, was er macht. Wenn er nahe kommt, mache ich mal ganz gerne Mino und dann gucke ich. Wenn er springt, mache ich Fair oder Back Air. Und ja, wenn er mir nahe kommt oder wegrollt, dann mache ich Charge Beam. Ansonsten approach ich natürlich auch mit Samus. Mache Dash Attack Approaches. Mache dann meine Bread and Butter Kombos. Versuche den Gegner mit der Nair offstage zu kriegen. Um dann zu spiken. Das ist so alles, was man mit Samus beachten kann im Neutral. Das Wichtigste mit Samus. Ach ja, zum Landen kann man auch Nair benutzen. Vor allem, wenn man die Fast voll, kommt nur der erste Hit raus. Sodass der zweite Hit gar nicht rauskommt und so mit diesem super geil Safe. Erste Hit Nair kann man dann wieder in Jab kombon, um sich abzusichern. Oder ein F-Tilt. Schon geil. Ach ja, Samus macht schon wirklich Spaß. Aber ja, das ist so alles. Und wirklich, was sehr wichtig ist, was ich euch auch wirklich raten kann, ist, versucht den Gegner zu verstehen. Versucht die Habits herauszufinden, damit ihr wirklich eure Charge Beams auch wirklich trefft. Wann Spot dodgt er, wann er dodgt er, wann springt er und schon trefft ihr fast jeden Charge Beam. Ihr könnt auch an Ledge natürlich, wenn ihr einen Jump Read, Jump Charge Beam machen, dann ist das natürlich auch eine gute Sache. Dann Ledge mache ich eigentlich immer den hier. Gerne. Covert den Jump und wenn er Roll Get Up oder Normal Get Up macht, kann man mit Charge Beam immer halt da sein. Ja. Das ist so alles, was man mit Samus beachten soll. Man macht Up-Tilt. Das covert auch sehr viel an Ledge. Jo Leute, das war's soweit. Dann schauen wir uns mal die Matchups an. Samus natürlich unsere Bereich von mit hier. Fangen wir mal mit Mario an. Mario, ganz schlechtes Matchup. Kombo und Samus sehr hart. Kann den Charge Beam capen, da muss man extrem aufpassen. Wirklich nicht gut. 60-40 für Mario. Dr. Mario hat auch gute Chancen gegen Samus. Aber er hat eine sehr schlechte Recovery. Ein guter gesetzter F-Tilt oder so, dann ist er schon weg. Aber ja, ich würde sagen, ist trotzdem leicht für Dr. Mario. 55. Luigi ist auch schwierig für Samus, weil er jemals so eine Kombo-Maschine ist und ja, Samus gut gimpen kann mit dem Cyclone. Würde ich auch 60-40 sagen für Luigi. Yoshi hingegen finde ich eigentlich even, 50-50. Peach, ja, man kann, also da finde ich Samus leichte Vorteil sogar, 55. Man kann, wenn Peach floatet, sehr machen oder Disjoint Fair reinklatschen. Oder Charge Beam. Man fehlt gut Tools gegen Peach. Finde ich nice. Ja, Rosalie und Luma geht gar nicht. Man kann die zwar easy wegchanken mit Rage.
Vor allen Dingen der Luma macht es sogar noch leichter. Das hat KJ mal gemacht bei PvT auf dem Turnier. Eine Rosalina bei 0% gekillt wegen Luma mit Rage. Aber ja, dennoch würde ich sagen, das ist für Rosalina, weil Rosalina echt mit der Up-Airs und so Samus relativ früh killen kann. Des Weiteren, ja, Charge Beam ist quasi nicht da wegen der Down-B von Rosalina. Richtig bitteres Matchup. Würde ich eigentlich auch sagen, 60-40. Da war Bowser. Der wird heftig zerstückelt von Samus. Erstmal kann Samus Bowser outcampen. Zweitens kann Samus Bowser richtig heftig kombonen. 60-40 für Samus, nicht für Bowser, für Samus. Dann haben wir Bowser Jr. Würde ich 55 sagen für Samus. Kirby, auch für Samus. Leicht für Samus, 55. Meta Knights zerstückelt Samus, 65-35, weil diese Up-Air-Strings in Api echt eigentlich die ganze Zeit gehen. Gegen Samus. Kann Samus nichts gegen machen. Ist richtig bitter. Samus ist echt floaty, ist in der Luft. König DDD verliert gegen Samus. Wie heftig verliert er gegen Samus? Ja, schon hart. 60-40. Little Mac Samus finde ich eigentlich. Ja, eigentlich ist über even. Man kann Samus schnell pressern. Samus kriegt nicht for free den Charge Beam. Kann Little Mac zwar easy gimpen. Das Pressure Game von Mac ist einfach heftig. Und das Ground Game von Samus kann er echt nicht mithalten. Einzig was Sass gegen Mac ist halt die Dash Tag, ne? Donkey Kong. Ja, even oder ganz leicht für Samus 52. Diddy Kong. Ja, da verliert Samus 60-40. Zero Suit Samus. Verliert Samus auch wegen Combo-Game von Zero Suit. Würde ich mal sagen, 55 für Zero Suit. Marv. Was mit Marv? Ich würde sagen, ist leicht für Marv, 55. Bei Lucina würde ich sagen, ist even. Bei Ike hingegen würde ich sagen, ja, das gewinnt Samus. 55 für Samus. Zu langsam, der Ike. Gegen Darain. Würde ich sagen, ist leicht für Samus sogar, 55. Fox. Ja, Fox gewinnt gegen Samus. 60-40. Falco, würde ich auch sagen, leicht für Falco, 55. Pit Samus. Würde ich sagen, ist even. Palutena Samus ist leicht für Palutena. 55. Ist auch even. Wie gesagt, Dark Pit ist ja wie Pit. Matchups unterscheiden sich eigentlich nicht richtig. Game and Watch Samus. Lustigerweise würde ich sagen, ist für Game and Watch. Weil er nicht richtig gecombot werden kann von Samus. Er kann in den Charge Beam bucketen, er kann Samus richtig gut gimpen offstage. Das ist für Game & Watch. 55 für Game & Watch. Wenn nicht sogar 60. Ich würde sogar 60 sagen für Game & Watch. Link Samus, das ist even. Zelda Samus. Ja, muss man aufpassen mit dem Charge Beam. Was sonst würde ich sagen, ist eigentlich trotzdem noch immer für Samus. 55. Leicht für Samus. Weil das Neutral Game einfach noch schlechter ist. Selbst eine Samus ohne Charge Beam kann eigentlich Zelda besiegen. Sheik ist richtig heftig für Sheik, 65. Gendorf verliert heftig gegen Samus, 65 für Samus. Toon Link, ja, würde ich sagen, ist even. Even oder leicht für Toon Link. Rob. Rob verliert sogar gegen Samus mit gut gekombot. Ich würde sagen, es ist leicht für Samus sogar, 55. Wario Samus ist eigentlich even. Pikachu Samus
Leicht für Pikachu. Pummelhof verliert gegen Samus. Aber nur leicht, 55 würde ich sagen. Glurak, Samus ist 60-40 für Samus. Lucario, Samus, finde ich, ist für Lucario. 60-40 sogar, weil Samus manchmal den Kill nicht bekommt. Wenn Charge Beam nicht hilft, dann gegen Aura Lucario. Es geht gar nicht. 60-40. Gekoga, also Quajutsu. für Frosch. Viel zu schnell. Kann den Charge Beam leicht unterbrechen mit den Water Shurikens. Kombo mit Samus gut. Nicht zu machen. Duckhunt, finde ich, ist leicht für Samus 55. Ness. Ja, bei Ness muss man aufpassen mit der Down B, weil er sich dadurch heilen kann. Aber, ja, ich würde sagen, ist leicht für Ness. Tatsächlich, leicht für Ness. Captain Falcon. Captain Falcon Samus. Finde ich sogar even. Olima. Olima suckt für Samus, weil die Pikmin manchmal den Charge-Spieler fressen. 60-40 für Olima sogar. Villager Samus. Auch nicht so toll, weil er ihn pocketen kann und generell, weiß nicht, nervt halt Samus zu Tode. Na, ist auch 60-40 für Villager. Die Fit-Trainer. Das ist even. Schulk. Ich würde sagen, ist leicht für Schulk. Pac-Man. Even. Mega Man. Leicht für Mega Man. 55. Sonic. 60-40 für Sonic. Mewtwo. Ja, für Mewtwo 60-40 auch. Wenn nicht sogar 65. Ich würde sogar 65 sagen. Lukas. Für Lukas. Roy. Roy verliert, glaube ich, leicht gegen Samus. 55 für Samus. Ryu. Gegen Focus Attack immer mal Up Air fair. Man hat schon einige Sachen gegen Focus Attack. Schon nicht so leicht, Ryu zu killen, ne, mit Samus. Aber ich weiß nicht, ich finde das Matchup nur leicht für Ryu. Cloud, ja, Cloud zerstückelt Samus. 60-40 auch. Corrin. Corrin gewinnt auch gegen Samus. Auch 60-40. Bayonetta ist 65. 30 für Bayonetta natürlich. Mi Swordfighter verliert hart gegen Samus. 60-40 für Samus. Mi Gunner. Even. Und Mi Brawler. Ah, was ist mit Mi Brawler? Er gewinnt eigentlich auch gegen Samus. 55. Von daher sind wir hiermit durch. Dann schauen wir uns die Stages an. Battlefield finde ich sehr geil für Samus. Kann man schön die Kombos extenden mit den Plattformen. Und Samus killt auch ziemlich oft zur Seite mit dem Charge Beam. Oder mit Back Air. Und nicht unbedingt nur nach oben. Außer mit Abi, da killt Samus halt nach oben, aber sonst eigentlich nicht. Von daher, Battlefield auf jeden Fall die beste Stage für Samus. Lyle bin ich nicht so ein Fan von. Smashville kann auch ganz nett sein für Samus. Town and City. Ja. Also ich würde Battlefield, Dreamland und Smashville nehmen mit Samus. Town and City ist okay, am besten ist Duck Hunt wegen dem Baum, aber Duck Hunt ist ja nicht mehr legal, von daher. Omega ist auch nicht so toll für Samus. Also ich würde wirklich für Battlefield, Dreamland und Smashville immer gehen. Von daher war es das jetzt erstmal mit dem Samus-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, falls ja. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.